Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Captain of Industries. Ja, wir sind gerade live dabei, wie unsere Bagger aus dem Loch ausgegraben werden, das sie sich selber gegraben haben in dem Fall. Und wie es jetzt dann auch endlich einen Zugang gibt für alle. Ja, schaut an, jetzt geht's los. Die neuen Zugänge sind gelegt. Nun kann auch hoffentlich dann eine Kohlebagger ausgebaggert werden, der hier noch existiert. Der sich da so ganz fein zurückhält. Jetzt baggern die schon wieder von oben. Baggert doch einfach von unten, wenn ihr schon unten drin seid. Gerade ist ja leider die Kohleproduktion nicht im vollen Gange, weil wir einfach auch hier die neue Mine noch erschließen müssen. Das ist immer die Phase, wo es ein bisschen ruhiger ist. Aber dafür haben wir hier mittlerweile durch den Abraum auch eine große Fläche geschaffen, wo wir dann mit dem Gas und allem drum und dran die Turbinen betreiben können und die neue Turbinenanlage auch in Zukunft. In der Zukunft. Hier müssen wir dann auch noch irgendwann mal schauen, dass wir alles wirklich abtragen. Weil aktuell ist es ja noch nicht wirklich schön, wie wir das hier abtragen. Aber vor allem müssen wir dann unsere Autobahn mal vielleicht verlegen. Wäre so ideal. Aber was mir auch wieder eingefallen ist, wir müssen hier forschen und dafür brauche ich Forschungsstufe 3. Und wir haben mal angefangen, dass wir hier Forschung reinpumpen mit diesem Automatismus, der hier drin herrscht. Und jetzt müssen wir zu Forschung 2 wechseln. So. Das war Forschung 2, war Stahlplatten. Ah ne, warte mal. Das ist was ganz anderes. Ich bin wieder komplett schief. Oder sind wir Forschung? Was schluckt ihr? Normale Laborausrüstung. Ah, okay, schau an. Okay, ich muss jetzt flüssig Stickstoff herstellen, um diesen nächsten Schritt machen zu können. Frage ist, hält dieses Ding auch flüssig Stickstoff? Und wenn ja, was ist das Zeichen für flüssig Stickstoff? Dieses Frostzeichen. Hast du dieses Frostzeichen? Nein, bedeutet, es muss direkt verwendet werden. Was verwendet denn eine Flüssigstickstofffabrik? Stickstoff, den ich herkriege aus... Haben wir dafür nicht eine Produktion erst gehabt? Produzierst du da oben nicht Stickstoff? Du produzierst Stickstoff, das ist doch schon mal gut. Ich glaube, den ballern wir gerade raus. Unsere ganze Anlage scheint zu stehen. Das ist aber auch cool. Okay, dann tun wir das jetzt einfach nochmal frisch produzieren. Scheiß drauf. Luftansaugung. Wir machen das jetzt hier schön classy. Und machen jetzt hier dann... eine Chemiefabrik hin. Zack. Jetzt können wir einen Schornstein hier anbringen. Dementsprechend eine Leitung für den Stickstoff. Und den Stahl müssen wir halt dementsprechend nochmal abzapfen. So, und du musst Stickstoff herstellen. Flüssig. Dingelding. Jetzt brauchen wir noch eine elektrische Montage hier. Und ziehen dafür halt... Aber du kannst es so machen? Okay, lol. Ich dachte, das Flüssigstickstoff wäre wieder ein Gas. Aber uns fehlen Mitarbeiter.
das ist jetzt natürlich nicht mehr so optimal. Von unsere ganze Denkfabrik, die große Arbeit leistet, hier drüben steht. Und deswegen müssen wir die jetzt einmal kopieren. Und zwar an die Stelle, an der wir sie gerade nicht brauchen. Und werden hier im Eilverfahren das alles bauen. Und hier drüben alles abreißen. Ich hoffe, die übernehmen das genauso, wie ich es drüben hatte. Scheint aktuell sogar so. Perfekt. Euch können wir dann auch abreißen. Jetzt können wir dann bloß hier schauen, dass überall die Forschung draußen ist, weil die brauchen wir nicht mehr. Die wird ja mittlerweile jetzt dann automatisch gemacht. So, dann brauchen wir noch ein bisschen Wohngebiet. Wohngebiet Stufe 2 Unterkünfte. Nur im Schnellverfahren. Das Gebiet wird langsam dezent voll. Jetzt kriegen wir schon wieder Einwohner dazu. So, und hier werden Wissenschaft Laborstufe 2 hergestellt. Und damit würde ich dann ein Forschungslabor Stufe 2 direkt anschließen. Einfach damit es auch direkt verwendet wird. Also nonstop in die Anlage, die es benötigt. Das, was sie benötigt, kriegt sie quasi aufs Tablett gerade geliefert. Die Denkfabrik hier. Vier fehlen noch, dann ist sie fertig. Hatten die anderen auch Wertstoffausgänge? Scheint so. Wäre mir nie aufgefallen. So, machen wir die fertig. Forschungsanlage ist durch. Ist natürlich mega geil. Forschung ist da, jetzt muss man nur noch hier mal gucken, was als nächstes forschen. Und ich hätte ja da so meine 1-2 Favoriten, und zwar einmal hier die Wasserentsalzung und das Gerät. Und dann müssen wir gucken, das führt zur Glasherstellung. Grubenverziehung, Alter, was ist denn das jetzt? Leichtdestillat, Dampfrohr, macht Rohbenzin und Brenngas. Ach, Heide Witzka. Schiffsbrücke 2. Fortgeschrittene Schiffe enthalten auch bessere Daten für Gebietserkundung. Okay. Plus 20% Fahrzeugobergrenze. Und plus 20 Fahrzeuge extra. Dann machen wir die Gärung. Wir haben hier noch einiges durch Dünger 2, aus Dünger 1 und Kalkstein. Dann machen wir noch die großen Lager. Und das Ganze hier. Und danach die Drehofen ist eine verbesserte Variante, wie es ausschaut. Schiffsmotoren. Unterkünfte 3. Halleluja.
Also jetzt geht es dann richtig ab. Abgasfiltration. Das kann noch ganz interessant werden. Hier gibt es Raps, Krankenhaus, Forschungslabor 4. Heil. Okay, das muss ich nur mit Glas aufwerten. Das finde ich jetzt gar nicht mal so schlimm. Vor allem, weil hier kommen dann die riesigen Fahrzeuge. Das ist dann Silizium, Förderband 3. Statue der Wartung, okay. Boah, ey, was, wo wollen die denn hin? Hier ist Wartung 5. Okay, dann hinter ist aber Raketenmontage und Start. Testrakete, Raketenmontagedepot, Schiffswaffen 3. Also da sind wir dann am Ende sozusagen von der ganzen Geschichte. Atomreaktor, oh, das finde ich gold, geil. Energie in den Niederturbine 2. Die nehmen noch mehr Last auf den Stromgenerator. Oh, geil. Also es kommt noch viel Interessantes auf uns zu, denke ich. Aber der Weg ist auch nicht mehr so weit, wenn man sich es anschaut. Also wenn ich mir überlege, wir sind jetzt aktuell hier. Sind den ganzen Weg hier schon gegangen. Wir sind jetzt relativ mittig, würde ich sagen. Aber der Weg natürlich wird normalerweise einiger. Wo will denn? Welcher will denn wohin? Lass das, lass die Maschinenteile da in Ruhe, bitte. Das ist ein Kreis, da willst du nicht rein, glaub mir. So, ist das voll. Achso, ja, weil jetzt mittlerweile natürlich die Ressourcen nicht mehr so viel benötigt werden. Vielleicht sollten wir mal alle Bagger und alle LKWs abziehen und in die Kohlemine schicken fürs Erste. Diese gerade so noch am Top arbeiten. Wie läuft es eigentlich hier hinten mit den Bullen? Ja, es geht voran. Die bullen sich schon durch. Und irgendwie hat der sich verfahren oder irgendwas. Kann es. Oh, das ist nicht gut. Ich glaube irgendwie, dass wir mit der Aufschüttung gerade ziemlich viel kaputt gemacht haben, außersehen. Ich glaube, da ist einiges kaputt gegangen, leider. Ja, die Arbeiter werden, glaube ich, auch gleich wiederkommen. So wie wir es benötigen, und dann sollte das Ganze auch klappen. Dann sollte die. Sollte das hier auch wieder laufen und alles in einem einwandfreien Zustand sein. Und jetzt schauen wir mal, wo lassen wir denn dich nochmal hinfahren. Erkunde mal hier drüben noch. Zwei Arbeiter fehlen uns noch, dann sind wir wieder auf dem Quid pro Quo sozusagen. Habe ich hier nichts gesagt? Auf jeden Fall abtragen, Leute. Was seid denn ihr für Idioten? Das geht ja gar nicht. So. So. Dadurch, dass wir jetzt wissen, dass hier hinten nichts ist, brauchen wir die Bereiche auf jeden Fall auch nicht. Können höchstens hier eine kleine Auffahrt nochmal bereiten. Weil die müssen wir natürlich nachher auch abbuddeln, wenn es soweit ist. Ah,
Gerade jetzt, gerade stehen wir ja noch gut da. Hier steht auch alles, hier steht auch schon alles. Habt ihr das nicht als... Oh, das ist noch nie als Kupfer? Aha, schau an, das war noch nicht als Kupfer deklariert. Was ist denn da passiert? Und jetzt hat fangen sie an Eisen zu verwenden. Warum das? Ach so, weil ihr die ganze Produktion jetzt hier durchzieht, ne? Weil wir hier einiges benötigt hatten. Jetzt tun wir die thermische Entsalzungsanlage auch endlich. Nicht genug Wartung. Oh, 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 oh. Was ist jetzt das Problem? Maschinenteile wieder mal. Warum liefert er das? Ah, weil das alles hier drin steckt wahrscheinlich. Vielleicht machen wir draußen noch so ein erreichbares Lager für die Sachen. Machen wir ein kleines Stücklager hin. Steht da jetzt zwar nicht so passend unbedingt, wenn man es so sehen will fürs erste A. Es liefert immerhin ein bisschen was von den notwendigen Ressourcen, die man so dringend gerade hier braucht. Na komm, beweg die raus. Standort erkundet. Plus 25 Einwohner Kupfer und Gummi gefunden. Ja, da ist aber auch nicht viel gewesen. Hinten die Ecke können wir noch erforschen, rein theoretisch. So, jetzt fährt hier wieder ein bisschen was raus. Kann man das Ding auch boosten? Nee, ne? Schade. Wäre lustig geworden. Jetzt haben wir hier ein bisschen Maschinenteile. Die Wartung ist jetzt gerade das Problem. Doch, das Umeinanderschieben. Fanden die das jetzt nicht so lustig? Rein theoretisch kann ich das jetzt hier auch automatisieren. Soll ich das auch automatisieren auf die Schnelle? Dann hätten wir das auch in Ruhe fürs Erste. Ich muss ja nur hier noch was abhaken. Oder halt hier drüber noch was verlegen. Ah, da, 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 da. Alles gerade nicht so leicht. So, okay, ihr braucht wieder Boden. Dann kriegt ihr jetzt von mir wieder Boden. Also als erstes hebt ihr mal bitte immer noch euren Kollegen hier raus. Zweitens ist schon eins unserer Schiffe jetzt im Kampf. Und drittens ist der erste Amtsplan hier mal um einiges tiefer gehen. Und dann hier erstmal eine Ebene auszuheben. Eine schön große Ebene. Die ersten Bagger arbeiten schon dran. Danach werden wir es dann nicht einfach hier reinziehen.
und den Eingang tiefer setzen, damit wir in die Mine reinkommen. Dann wird es so Stück für Stück verarbeitet und dann sollte das auch ganz gut passen. Keine verfügbaren Gebiete. Ja, auch schon wieder. Dann entfernt diesen Berg. Mach ihn weg, wie du willst. Mir wurscht wie, aber Hauptsache mach ihn weg. Die Wartung macht mir aber langsam Sorgen. Schiff im Kampf. Wir haben wieder gesiegt, okay. Und neue Ecken entdeckt auf dieser Karte. Eieieiei. Ist halt echt die Frage, ob wir nicht das extra noch machen. Vielleicht gar nicht blöd am Ende. Sollte ich mir bis nächstes Mal überlegen, weil dann müssen wir schauen, dass wir eindeutig die Wartung wieder hochkriegen. Ansonsten haben wir ein dezentes Problem. Dann können wir wiederum auch dafür diese Dinge hier abreißen, was natürlich mega geil ist. Wir müssten vielleicht das Wohngebiet nach hier drüben versetzen, damit wir hier ein bisschen mehr machen können. Oder halt allgemein das Wohngebiet nach hier drüben siedeln lassen oder so. Oder hier oben ausheben. Ein eigenes Gebiet dafür anlegen, wäre doch auch nicht schlecht. Wäre doch auch nicht schlecht. Aktuell ist eh nur Wasser angeschlossen, der Rest wird geliefert. Aber gut, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.